Wie würde ich meine Kunst beschreiben? Sehr expressiv, fällt mir gleich mal ein, dynamisch, farbenfroh, das ist mir nämlich sehr wichtig, obwohl ich mittlerweile schon ein bisschen zurückgenommen habe. Aber trotzdem finde ich, Malerei hat mit Farben zu tun. Bornisch ist ein wirklich leidenschaftlich getriebener für seine Kunst, für seine Malerei, seine Zeichnung, für seine Collage. Es ist etwas, was aus seinem tiefsten Inneren kommt und er versucht es dann auf die Leinwand, auf das Papier zu bringen. Mal ist es figurativ, dann wieder abstrakt. Auf alle Fälle ist es immer sehr emotional aufgeladen, aber auch immer wieder auch mit großen inhaltlichen Hintergrund, also auch wenn er sich zum Beispiel mit politischen Themen wie der aktuellen Situation in Amerika auseinandersetzt. Was seine Kunst für mich so besonders und auch außergewöhnlich macht, ist die große Authentizität des Künstlers. Bornisch ist ein Künstler, der seine Kunst lebt und das in wunderbaren Bildern und Collagen umsetzt.